Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge Nightingale. Ja, wir machen jetzt hier weiter. In dieser Folge steht jetzt endlich mal die Erkundung der Insel an und ich habe eben vor Aufnahmebeginn mal noch ein bisschen das Dach hier gestartet und auf jeden Fall müssen wir hier unten auch einmal bald noch diese Wand reparieren, aber ja, das hat auf jeden Fall noch Zeit. Jetzt geht's erstmal hier los mit unserer Tour und ja, mal sehen, wo diese Tour uns jetzt so hinführt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier vorne lang erstmal. Und da sehe ich auch ein paar Wölfe. Ja, gegen die will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ich will einfach mal versuchen, ganz schnell an denen vorbeizurennen. Mal sehen, rennen die mir hinterher? Ne, die bleiben entspannt sitzen. Sehr gut. So, und wir gucken einmal ganz kurz auf die Karte. Denn wir haben ja auch als Aufgabe, dass wir zu so einem Händler mal gehen sollen. So, wo haben wir denn da einen? Gut. Hier unten, da würde ich ganz gerne mal hingehen. Da ist da der Händler. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Strecke, die wir da vor uns haben. Ja, so viel ist sicher. Gut. Mal sehen, was wir alles dazwischen noch so hier entdecken werden auf der Insel. Auf jeden Fall bin ich bereit für Kämpfe. Was auf jeden Fall schön wäre, wäre, wenn wir diese Folge vielleicht irgendwie was, ja, wie eine Armbrust oder so bekommen würden. Das wäre schon toll. Und was ist das denn hier für ein Stein? Was war denn das, was ich jetzt eingesammelt habe? Das war wohl gebratenes Fleisch, okay. Das lag einfach hier. Ja, schön. Freue ich mich drüber. Da hat einfach jemand ein Stückchen Fleisch für mich hingelegt. So, wir sammeln auch mal hier noch ein paar Äste und so weiter wieder ein. Das ist auch interessant, das kommt mit. Mit den Dokumenten wollte ich mich auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt auch mal noch ein bisschen mit beschäftigen, ja. Aber jetzt geht das mal hier lang. Und was haben wir denn da hinten? Das sieht aus wie von einem Schiff. Vielleicht ist das auch die Stelle, wo der Händler ist. Kann ja gut sein. So, jetzt gehe ich das mal ganz kurz in mein Menü. Moment. Und das hier einmal extrahieren, damit wir noch mehr von diesem Staub hier bekommen. Wir haben jetzt bald 1000 davon wieder. Das ist, denke ich, dann eine ganz gute Summe, weil ich weiß halt auch nicht, ja, wie teuer der Händler ist. Also wie viel kostet da das Zeug bei dem. Ich hoffe, der ist nicht allzu teuer. Deswegen sammle ich jetzt mal lieber hier noch ein bisschen Zeug. Und hier haben wir einen Tempel, da will ich gleich mal kurz reingucken. So. Zack. Alles schön eingetütet hier. Dann einmal jetzt ins Menü. Extrahieren. Zack. Und das auch noch mit. Jawohl, jetzt haben wir über 1000. So muss das. So, jetzt gucke ich mir mal hier diesen Tempel an. Na, wo ist da der Eingang? Und das dort hinten, das ist auf jeden Fall was wie ein Schiff. Vielleicht ein Piratenschiff oder so, mal sehen. Ist hier oben was drin? Nee. Dieser Tempel hier ist leider komplett leer. Aber das Gelände hier sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wenn wir schon mal dabei sind, ja, wir nehmen mal noch ein paar von diesen Steinen hier mit. Es dürfen jetzt nur nicht zu viele sein, denn ich will nicht direkt überladen sein. Aber ein paar will ich halt, wenn wir schon mal hier mit dabei sind, mitnehmen, weil wir halt die brauchen für die Basis, für das Dach und so. Und bei meiner Basis habe ich ja auch ein paar Bäume noch gefällt, ja. Und da haben auf jeden Fall ein paar Bäume bis unsere Wände beschädigt. Da muss ich auch mal gucken, wie es aussieht mit Reparieren und so weiter. Weil manche Wände, vor allem die vorderen, ja, haben leider keinen sonderlich guten Zustand mehr.
Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt gehen wir mal wieder hier rein kurz. Und hier die Gegend ist auch schön. Also hier hätte man auch was Tolles bauen können, wie ich finde. Aber ich bin mittlerweile eigentlich recht happy, dort wo wir jetzt unser Zeug aufbauen. Ursprünglich wollte ich ja da nicht hin, aber mittlerweile bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Okay, was haben wir hier? Hier kommen wohl jetzt Gegner. Alter, was bist denn du für einer? Komm her! Bam! Okay, Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Ja, oh, es sind hier auch noch immer noch jede Menge Gegner. Komm schon. Ja, blocken, blocken, blocken. Und bam! Oh nein, aua. Das tat weh. Okay, ich renne das mal ein Stück hier höher. Zack! Sehr schön, hier rum. Na, kommt her. Zack. Und der letzte. Jawohl. Das war's für die. Was ist jetzt hier oben? Oh yeah! Deckung, Hilfe. Ein Fellkronenleuchter, okay. Diese Dinger schalten noch scheinbar neue Sachen zum Bauen frei, so wie es aussieht. Und der Wolf hat mich gerade irgendwie extremst erschrocken. Zwar nicht so sehr wie Dinge aus Horrorspielen, aber trotzdem. So. Komm. Schlaf. Oh, da ist noch einer. Kommt ihr denn gerade alle hierher? Wollt's wohl alle wissen, oder? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Hier, nimm das! Zack, zack, zack! Jawohl. Joa, wir nehmen mal ein bisschen Fleisch mit. Gib das Zeug her. So, perfekt. So, und jetzt möchte ich aber da nochmal hochgehen. Hier ist ja auch noch einer. Deine Sachen her, danke. So. Hier hinten höre ich noch etwas. Ich will mal hier höher. Hep. Einmal hier rüber. Oh, oh. Oh, Hilfe. Ich dachte gerade, jetzt breche ich mir hier die Beine. Okay, ich glaube, wenn ich da jetzt weiter hochklettern sollte. Das bringt mir nicht so viel, oder? Ich wüsste, ob da oben was Interessantes sein könnte, wenn ich hier ganz hochkletter. Ich denke, da wird schon nichts Interessantes sein. Eher hier drin. So, sehr schön. Das kommt jetzt auch noch mit mir mit. Da vorne sind noch ein paar Blaubeeren. Sehr schön. Hier bei der Ruine haben wir dann jetzt auf jeden Fall alles mitgenommen, würde ich sagen. Oh, ja, hi. Was muss denn jetzt so ein Schwein unbedingt wieder hier machen? Das ist super, jetzt kommt der ganze Clan wieder. Na, alle guten Dinge sind drei. Kommt ein drittes? Ja. Hi. Sehr schön. So, hier haben wir den Sagen. Schön. Alles eingetütet. Und jetzt gehen wir hier oben weiter. Und ich werde gleich mal ein paar Dinge kurz zerlegen.
Gut, einmal hier ganz kurz ins Menü rein. Extrahieren. Extrahieren. Was haben wir hier? Schwarzpulver und Schwefel. Okay, das sieht interessant aus. Das behalten wir mal. Die Knochen könnten wir auch gebrauchen, aber an sowas komme ich ja eigentlich recht schnell wieder ran. Ja. Dementsprechend auch weg damit. So. Dann haben wir jetzt erstmal schön wieder hier was an Staub reinbekommen. Oh, was haben wir da hinten? Wollt ihr mich angreifen? Nee, ich würde schon sagen. Meine Güte, sind das viele von denen. Ui. Hallöchen, mein lieber Stein. Oh. Okay, jetzt kommen Feinde. Ich bin bereit. Kommt alle her. Alter, da hinten. Boah, Hilfe. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Hilfe, meine Gesundheit. Ist der komische Magier oder was das ist? Wo ist der? Der muss weg. Da ist er. Bleib stehen. Alter, Hilfe! Komm, weg mit dir! Sehr gut. Hilfe. Also jetzt gerade eben hatte der einmal meine Gesundheit ordentlich nach unten gebracht. Gut, aber das Ganze hier haben wir jetzt geschafft. Oder kommt da noch mehr jetzt raus? Ah, ich muss die Dinger wohl hier in einer richtigen Reihenfolge aktivieren, kann das sein? Ja, verstehe. Gut. Bin wieder bereit. Gegner sind wieder da. Oh, Hilfe. Kommt dieser komische Magier-Tut. Muss wieder weg. Ja, schnell draufhauen, los. Zurück, zurück, zurück. Ist schnell was. Bleib stehen, du Verrückter. Gut, also auf jeden Fall das Ding jetzt erst aktivieren. So, dann habe ich jetzt das Ding hier noch zur Auswahl und das hier hinten. Aber hier fehlt doch bestimmt noch eins. Ich denke, da oben ist vielleicht nochmal so ein Ding zum Aktivieren. Kann das sein? Nee. Ich sehe jetzt gerade zumindest kein weiteres. Ich dachte, da oben ist noch was. Gut, die richtige Reihenfolge muss ich dann jetzt rauskriegen. Also wenn das jetzt stimmt, ja, dass das wirklich hier nur diese drei Dinger sind, dann muss es ja das Ding jetzt sein. Ja, und dann jetzt das hier hinten, alles klar. Sehr gut. So, und jetzt her mit dem Zeug hier. Neue Entdeckung, einfacher Hammer. Und noch etwas Neues. Okay, das ist wohl eine Karte. Okay, und irgendwie mag ich hier diese Aktivitäten. Ich weiß auch nicht warum, aber die gefallen mir irgendwie extrem. So, jetzt hole ich mal kurz die Hacke raus. Jawohl.
hier schön ein paar von diesen Steinen mitnehmen. Komm, noch ein paar mehr nehmen wir mit. Oh, jetzt bin ich zu voll. Gut, dann einmal wieder was zerlegen. Und klar, mir ist bewusst, das heißt extrahieren. Trotzdem, für mich bleibt das einfach zerlegen. Ja, so werde ich das einfach weiterhin nennen. So. Und wo ist das Schiff? Dort vorne. Gut. Kurz Karte öffnen. Okay, dieses Schiff-Ding dort, das ist nicht die Markierung. Das ist nicht der Händler. Also da muss ich eigentlich jetzt nicht hin, aber trotzdem ist es ja eigentlich interessant. Deswegen gucken wir uns das jetzt trotzdem natürlich an. Und ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen. Boah, Hilfe! Was geht denn jetzt ab? Alter, wie habe ich denn das gemacht? Ach, da unten links dieser Effekt, den es mir dort anzeigt. Verstehe. Ja, das Ganze hier sieht doch interessant aus. Los, wir gehen mal an Bord des Schiffes hier. Na, da oben kann ich nicht hin, oder? Komm. Ne, da hoch komme ich nicht. Aber vielleicht hier rein? Ich höre doch was. Da ist doch wieder was zum Einsammeln. Wo? Ich denke eigentlich ganz oben oder drin im Schiff. So, ich gucke jetzt mal von hier oben aus. Ach ne, da unten, dort. Okay, alles klar. Das hier sieht aus wie so eine Art Barriere. Da komme ich wohl noch nicht durch. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Was passiert denn jetzt hier? Nichts. Ich dachte gerade, irgendwas passiert jetzt hier gerade. Aua, oh Gott, meine Beine. Das war knapp. Das war jetzt wirklich sehr knapp. Was ist das für ein komischer Stein? Hm. Hier gibt es aber auf jeden Fall nichts. Aber hier gibt es ein bisschen Fleisch auf dem Stein wieder. Gut. Hm. Gut, gehen wir mal weiter. Kurz Map nochmal öffnen. So, unser Ziel ist hier vorne. Gut. Rennen wir mal weiter in die Richtung hier. Hier hoch muss ich wohl. Ne, dahinter. Gut, da wir können ja mal trotzdem ganz kurz hochgehen. Ich habe da zwar ein paar Gegner gesehen, aber nun gut. Die könnten wir ja, wenn er mal ganz kurz weghauen. Nö, die rennen weg. Alles kleines Schweinchen. Ich will dir nichts tun. Und dort ist wohl der Händler. Und meine Güte, das sieht aber groß aus dort. Interesting. Sehr interessant, das Ganze hier. Was haben wir denn hier? Spielanleitung. Anderen Überlebenden helfen. Okay. Und ich will auf jeden Fall da gleich mal reinschauen. In das Ganze hier. So, erstmal zum Händler. Okay, hier hat er Weltenkarten und Ei, die sind aber ganz schön billig. Nehmen wir direkt alle, die er verkauft. So, herstellen, Verbesserung, Sägetisch. Also ich denke, wir kaufen tatsächlich direkt alles, was er hat. Schmelzofen und so weiter. Wasserflasche. Das brauche ich eigentlich alles. Okay, ja, da auch noch ein paar Ressourcen. Ja, Ressourcen kann ich mir halt selber holen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Nähbank. Das kommt auch noch mit.
Primitive Steindächer. Ach, erweiterte sind das. Okay, kommt mit. Ich nehme jetzt wirklich alles hier mit von dem. Fell, Lampe, so, kommt auch mit. Angel. Einfacher Schirm. Streithammer. Das kommt alles mit mir mit. So, habe ich jetzt alles gekauft? Ich habe alles. Ja, und jetzt sind ein paar Sachen, die ich bisher noch nie gefunden habe. Also hier, was von den Sachen könnte ich mir eigentlich mal noch holen. Gut, was haben wir hier? Ich kann denen ein Lager bauen. Ah, okay, jetzt habe ich hier auch unterschiedliche Dialoge. Und da hinten links sehe ich gerade dieses komische Ding. Vor dem Ding habe ich auf jeden Fall Angst, dass es zu meiner Basis mal noch hingeht. So. Mal sehen, ob die Leute sich vielleicht uns anschließen könnten. Okay, sehr schön. Den will ich jetzt auf jeden Fall rekrutieren. So, dann möchte ich hier nochmal was gucken. Wir fragen die mal noch ein paar Sachen. Nur schade, dass die nicht antwortet. Ja, also nur halt in Textform. Bei Puck gefällt mir halt, dass er auch noch spricht und so. Bei ihr ist es halt wirklich einfach nur so ein... Ja... Text, das finde ich ein bisschen schade. Ja, leider nützliche Infos hat die jetzt gerade nicht hier so. Okay, das ist interessant mit diesem Aurelio hier, ja. Gut. Was hält denn hier noch für Infos? Okay, ein monströser Doktor ist also in der Wüste unterwegs. Hm.
Gut, und das ist dieser Arbeiter dann hier wohl. Gut. Dann helfe ich jetzt mal hier mit dem Beschaffen von dem ganzen Zeug. Das geht ja schnell. Zack, gib das ganze Zeug hier bitte her. So, tatsächlich müssen die Materialien jetzt sogar schon reichen. Ich will dann auf jeden Fall bei diesem Tempel mal noch ganz nach oben gehen. So. Der Schlafsack hier ist jetzt auch erstmal noch mit fertig. Jetzt brauche ich noch ein paar Steine. Ein paar kleine Steine bräuchte ich hier. Mal sehen, wo hier welche rumliegen. Da vorne sehe ich welche. Ja, und ich muss mich gleich mal um mein Gewicht hier wieder kümmern. So, die Steine sollten jetzt genug sein. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Das esse ich mal direkt. Zack, lecker. Ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht mit dem Überlebenden. Weil wenn ich ja den dann rekrutiert habe, ja, wie läuft das dann ab mit dem in der Basis? Dass er dann da auch immer bleibt und mir jetzt nicht unbedingt zu sehr in die Natur reingeht und dann ja sowas wie gefährliche Wölfe oder so mit zur Basis anschleppt. Da bin ich sehr gespannt, wie das da dann abläuft. Ja, und jetzt gehe ich erstmal mit dem Schneckentempo hier vor. Zeug ist fertig. Was haben wir denn hier jetzt? Ui, das kommt mit. Und ich muss mal ganz fix jetzt was zerlegen. Oder auch nochmal beim Händler gucken. Ne, gut, der hat nichts Spannendes mehr. So, dann Steine extrahieren und zerlegen. Zack. Ui, ich bin viel zu voll. Ah, die Holzbündel sind da noch mit dran. Schuld sehe ich gerade. Gut. Jetzt passt's. Ja, und ich habe ja jetzt eigentlich das ganze Zeug hier gebaut. Mit dem. Warum kann ich dich jetzt noch nicht mitnehmen? Ah, jetzt geht's. Ah, und hier kann ich die Ausrüstung verwalten und der Person dann auch noch Kleidung geben, andere und sowas. Ich frage mich, wie es aussieht mit Nahrung. Muss ich ihr dann jetzt auch immer Nahrung geben? Oder wie läuft das da ab? Und ich sehe auf jeden Fall, ihre Kleidung hat ein schönes hohes Level. Ist das bei mir auch so? Weil ansonsten nehme ich ihre Kleidung. Ja, wäre definitiv gut für mich. Wenn ich das Zeug nehmen würde. Gib das mal wieder her. So, jetzt ziehe ich das Zeug hier an. Sehr schön. Jetzt steigt da doch gleich bei mir hier das ganze Zeug. Gib mal alles direkt her, denke ich. So. Komm, gib das Hemd her. Gut, das Einzige, was wir nicht von ihr brauchen, ist diese Axt. Denn meine ist da ja eigentlich auch so, oder nicht? Gut. Hier ist das restliche Zeug. Das einmal jetzt schön hier anlegen. Perfekt. Dann habe ich jetzt eigentlich alles hier dran. Ja.
Dann geben wir ihr das jetzt, obwohl andererseits, sie sieht so sehr hübsch aus, wie ich finde. Irgendwie gefällt mir ihr Outfit. Aber nur gut, sie braucht natürlich Schutz. Ja, das versteht sich natürlich von selbst. Deswegen, bitteschön. So, Moment. Den ganzen Rest hier brauchst du auch noch. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Zack. Wunderbar. Und sie läuft mir jetzt einfach hinterher. Ja. Gut. Dann würde ich sie ganz gerne jetzt gleich zu meiner Basis bringen. Nur wie ist das, wenn ich sie dann in meiner Basis habe? Weil jetzt läuft sie mir hinterher. Ja. Wenn ich ja hier bei ihr so gucke, hier kann ich sie entlassen. Das will ich ja nicht. Aber ich will ja dann, dass sie mir nicht die ganze Zeit hinterherläuft, sondern sie soll ja dann eigentlich in meiner Basis bleiben. Das ist ja eigentlich so meine Idee. Dass sie dann dort meinetwegen Materialien sammelt, aber noch lieber wäre es mir, wenn sie eigentlich nur dort ist, erstmal dann, um die Basis zu verteidigen. Deswegen, da müssen wir mal gucken, wie das wäre. Ob da vielleicht gleich irgendwas noch Neues da ist zur Auswahl. So. Gut, auf jeden Fall geht's jetzt erstmal zurück. So, und zurück kommen wir ja schnell. Das geht ja hier über dieses Menü. Moment, wo war das? Hier, zum Rückzugsort. Let's go. Zack, jetzt bin ich hier bei meiner Basis. Wo ist sie? Nicht die Bäume fällen. Nein! Nicht, dass sie dort vorne noch die Bäume fällt und dann fallen die dort mitten auf mein Haus drauf. Nein, das ist nicht deine Aufgabe. Dann müsste ich hier wohl die Axt wegnehmen, oder? Das kommt wohl darauf an, was ich ihr in die Hand gebe, denke ich. So ist das bestimmt hier. Gut, also was wäre denn dann, wenn ich jetzt ihr ein Messer gebe? Dann jagt sie wohl Tiere, oder nicht? Und wenn ich ihr nichts gebe, dann bleibt sie doch bestimmt in meiner Basis drin. Oder? Was aber auch interessant wäre, wäre, wenn sie jetzt hier die Bäume fällt, trägt sie das dann in mein Haus rein? Was macht sie denn jetzt? Na, was macht sie? Sie sammelt das ein. Würde sie auch weiterbauen? Ja, mein Steinhaufen hier ist beschädigt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Dann bauen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier noch ein bisschen weiter. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie mag ich sie nicht. Irgendwie mag ich sie nicht. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mit ihr anfangen soll. Ich bin mir gerade halt wirklich nicht sicher, was ich hier von der Aufgabe gäbe. Weil ich habe es ja jetzt gerade schon gesehen. Sie hat dort vorne den Baum gefällt. Jetzt hat sie das eine Ding dort von uns beschädigt. Das hier. Das finde ich halt überhaupt nicht gut. Komm her. Komm. Jawohl. Los, die einmal alle hier schön weghauen. Boah, mich frustriert das wirklich ein bisschen hier mit dem Zeug, was dort kaputt ist. Ich würde das so gerne reparieren, aber weiß noch nicht, wie das hier geht. Ich denke, ich brauche da bestimmt was wie einen Hammer oder so. Irgendein Tool wird es da bestimmt dann gleich geben. Ich sammle jetzt mal hier nochmal ein paar Materialien. Ein bisschen Holz und so. Und dann bauen wir jetzt mal noch solche Werkbänke und das andere Zeug, was wir eben freigeschaltet hatten.
So, Hasen erstmal eingetütet. Es sollten genug davon sein. Ja, und das hier. Wie repariere ich es? Das ist wirklich eine gute Frage. So, Handbuch. Ich habe ja gerade eben jede Menge neue Sachen hier bekommen. Aber man fühlt sich halt wirklich extrem überschlagen von diesem großen Menü, wie ich finde. Anfangs zumindest jetzt. Also man muss sich halt wirklich erstmal an das ganze Zeug gewöhnen, aber hier, wenn man sich das Ganze mal so reinzieht, hier ist halt extrem viel. Aber wirklich extrem viel Zeug ist hier. Vor allem, wenn man hier auch guckt, was es hier so für Möglichkeiten dann auch noch gibt mit dem Crafting-Zeug. Das ist heftig, wie ich finde. So. Ich hau jetzt das mal hier in die Basis rein. Das kommt jetzt einmal hier hinten hin, denke ich. Das hier ist ja die einfache Werkbank. Ja, dann kommt jetzt daneben die richtige Werkbank. Nee, Moment. Moment, Moment, Moment. Okay. Ich sehe gerade, Glas brauche ich hier. Das habe ich ja überhaupt noch nicht. Belastend. Ich werde es wohl erstmal alles so hier hinsetzen. Was diese Sache hier betrifft. So, schön hier daneben. Aber nicht in die Textur rein. Ja, gut, so gefällt es mir. Jetzt direkt das nächste dort daneben platzieren. Dann ist jetzt dieser Tisch hier dran. Dann wird das hier der Arbeitsraum auf jeden Fall. Ah, jetzt geht das ein bisschen in die Textur rein. Ein bisschen nach hinten bitte setzen. Ja, das sollte genug sein, oder? Nee, immer noch nicht. Geht immer noch ein bisschen in die Textur. Jetzt soll es auch perfekt sein. Ha, immer noch nicht. Geht immer noch ein bisschen was in die Textur rein. Okay. Jetzt ist aber gut. Ja. So, schön. So, und hallo meine Gute. Ich glaube, ich werde ihr jetzt einfach mal eine Spitzhacke geben. Ja. Machen wir es so. Komm her. Spitzhacke, wo bist du? Hier. Nimm die mal bitte und hol mir Steine. Husch, husch. Ab an die Arbeit. Husch. Auf. Gut. Bis dann. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie mag ich sie nicht. Ich habe sie mir, ja, anders so vorgestellt hier. Sagen wir es mal so. Sie ist ja schon wieder hier. Gut, jetzt kommt das Zeug einmal hier drüben hin, denke ich. Ja, das soll halt alles gut aussehen. Was macht sie denn hier? Sie kommt hin und her gelaufen. Sie macht mich wirklich verrückt. Ich merke schon, das wird eine Hassfreundschaft mit ihr hier. Ich höre sie doch schon wieder. Was möchtest du hier? Was willst du? Kannst du mir das sagen? Naja. Ich weiß wirklich noch nicht, ob das eine gute Freundschaft wird. Oder ob ich sie früher oder später vielleicht gleich noch entlassen werde, ja. Weil irgendwie macht sie mich aggressiv, wenn sie gerade hier hin und her hier rumläuft. Bin ich ganz ehrlich, also wirklich, das macht mich zornig. Da ist sie schon wieder. Was will sie denn hier von mir? Was willst du? Jetzt gucke ich mal hier mir ihre Route an. Sie geht hier lang. Hä? Sie geht nach draußen.
Okay, diesmal geht sie weiter als die letzten Male. Jetzt beobachte ich mal hier ihre Arbeit. Sie geht ja runter. Was ist jetzt ihr Plan? Ich mag sie wirklich nicht. Was dreht sie denn da für eine Runde? Ich hinterfrage lieber nichts. Ich hinterfrage einfach nichts. Das ist besser so. Das ist besser für mein Gemüt. Wenn sie halt wenigstens nicht jedes Mal hier vor mir stehen würde. Das macht mich nämlich wirklich aggressiv. So. Jetzt will ich das hier einmal umstellen. Och, meine Güte, hau doch ab! Ich würde ja am liebsten gerade das Ding hier ins Gesicht hauen. So. Jetzt gucke ich das noch was nach. Ich darf halt einmal was trinken. So. Verbrauchen auch noch das hier. Und nochmal rein damit. So. Dann lege ich mich jetzt auf den Schlafen. Moment. Stimmt, wir haben ja hier kein Bett mehr, weil der Baum draufgefallen ist. Gut, dann muss ich mir halt mal fix eine neue Matratze oder eher gesagt einen neuen Schlafsack bauen und den dann einmal rein ins Gebäude stellen. Ja, und sie stört mich irgendwie extrem. So, jetzt geht sie endlich mal zu einem Stein hin. Jawohl. Jetzt sehe ich sie zum ersten Mal bei einem Stein mit ihrer Hacke. So, nimmt sie das ganze Zeug auch mit? Das hier lässt sie liegen, okay. So, jetzt zeig mal her. Inventar verwalten. Okay, sie hat das dann einfach hier drin. Aber schafft sie das Zeug denn auch selbstständig zur Basis hin? Das wäre mal gut zu wissen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie jetzt einfach hier draußen Steine holt und danach kommt sie einfach hierher gelaufen. Aber sie arbeitet jetzt wieder nicht, ja? Wenn ich wieder hier reingehe. Ich weiß nicht. Sehr nützlich ist das Ganze auf jeden Fall nicht. Aber nun gut, es hat alles noch Early Access, ja? Muss man halt einfach ganz klar sagen. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen für die Zukunft, ja? Dass man vielleicht hier was bringt, wie, ja, dass man ihr ein bisschen besser ein paar Anweisungen geben kann, jetzt in Bezug auf Folgen, stehen bleiben, solches Zeug halt, ja. Dass ich jetzt sagen kann, du bleibst hier. Jetzt kannst du mitkommen und sowas halt. Dass ich ihr halt einfach da ein paar bessere Anweisungen so geben kann. Das wäre halt wirklich schön. Aber nun gut. So, was habe ich hier? Okay, hier kann ich jetzt Fasern, Tierfasern und sowas herstellen. Gut, Handbuch einmal rausholen. Gehen wir mal hier runter. Steinding, Mörserstation, ja, das Zeug habe ich jetzt noch nicht platziert. Das haue ich jetzt einfach alles mal hier in eine Reihe noch so, denke ich. Einfach alles in eine Reihe hier hinstellen. So ist fein. Weiter geht's. Jetzt ist der Sägetisch dran. Moment, den Sägetisch. Warum ist denn der hier richtig? Weil den würde ich, wenn dann, gar nicht hier bei der Werkbank so hier mit hinstellen. Obwohl, das sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn ich hier so reinkomme und das Ding so vor meiner Nase steht. Push ab. So. Gut. Nochmal hier rein. Ja, das Ding lassen wir, glaube ich, mal noch kurz. Das kommt jetzt mal noch nicht sofort. Ich mache erstmal die restlichen Sachen hier noch. Kommt das einmal hier daneben? Ich glaube, das Ding machen wir auch direkt zweimal. Also ein Schmelzofen, denke ich, ja. Kann man wirklich zweimal direkt gebrauchen. Ich denke, das wird da wohl das Beste sein.
So, zwei Schmelzöfen hier hin. Und dann jetzt noch das Spinnrad hier als letzte Sache. Das Spinnrad. Ja, das kommt hier noch nicht hin. Dann kommt jetzt erstmal. Hier ist der Sägetisch. Dann kommt der einmal hier so hier hin, denke ich. An die Wand. Oder hier. Ja, hier wäre eigentlich auch noch ganz gut aufgehoben. Machen wir den hier so hin. So gefällt mir das dann eigentlich hier mit der Position. Hier würde das Stoffzeug hergestellt. Ja, und dann könnte man das hier, weil das ist ja auch so eine Stoffverarbeitung, hier eigentlich direkt noch so mit daneben hinhauen. Das wäre eigentlich, denke ich, besser gewesen. Weil ich so schräg hier hin. Ich weiß nicht, ob das dann zu sehr hingeklatscht aussieht. Ich denke, so mache ich das aber jetzt hier erstmal. Gut, das Ganze gefällt mir dann jetzt eigentlich hier so von der Platzierung her. Hier brauche ich halt jetzt extrem viele Steinblöcke und solches Zeug. Knochen und ja, das ganze Zeug halt. Dann gucke ich jetzt noch ganz fix wegen meinem Schlafplatz. Und wegen Licht muss ich auch mal noch dringend gucken. Und sowieso auch hier diese ganzen Sachen zu bauen und so weiter. Das ist so viel Zeug einfach. Ich will da einfach überall mal noch gucken, was ich davon nutzen werde und so weiter. So. Weil man könnte ja dann das Haus wunderschön eigentlich ausbauen mit diesen ganzen Möglichkeiten, wenn man dort einfach mal so reinguckt in das ganze Menü. Und ich mache mir auf jeden Fall hier Sorgen um die Basis. Dass ich jetzt hier viel baue und dann wird mir hier was kaputt gemacht und so. Das ist wirklich momentan auch noch mit einer meiner größten Sorgen. Weil hier vorne das Ding ist ja schon fast kaputt. Ich will das hier unbedingt reparieren. Schwierige Sache. Da muss aber, denke ich, irgendwas kommen wie ein Reparaturhammer oder so bald. Weil hier die eine Wand, wo ist sie denn? Die war ja auch beschädigt. Sehe ich sie gerade schon gar nicht mehr. Hier die. Hier habe ich ja nur das hier zur Auswahl. Aber das wird wohl kaum dann eine Reparatur sein, oder? 15 Steine da, um das zu reparieren, wäre ja ganz schön viel. Und wenn, dann ist die Beschreibung auch hiervon ein bisschen komisch, weil hier unten steht ja noch da, Ressource aus dem Inventar hinzufügen. Ja. Von der Beschreibung her wäre es wieder besser, wenn da dastehen oder reparieren oder sowas, aber. Nun gut, jetzt mache ich meinen Schlafsack hier fertig und lege mich erstmal hin. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch an der Stelle hier Schluss mit der Folge. Und nächste Folge mal sehen, was wir da dann machen. Ich denke, nächste Folge wird wohl wieder eine Baufolge werden. Da kümmern wir uns dann um diese ganzen Sachen hier und sehen dann vielleicht auch mal zu, dass wir vielleicht irgendwas noch machen, was uns helfen könnte hier in Bezug auf Schutz der Basis und so weiter. So, und ich werde mal noch ganz kurz hier was platzieren. Und zwar hier die Steindinger. Ah, okay, das geht ja gerade nicht. Gut. Doch, jetzt. Gut. Leute, lasst ein Däumchen da. Schreibt einen Kommentar. Und ja. Tschüssi.